Hallo zusammen, bei meinem letzten Video habe ich euch ja schon 5 Tipps für Anfänger mit auf den Weg gegeben. In einer kleinen neuen Videoreihe möchte ich euch nochmal genauer die einzelnen Fahrhilfen erklären. In diesem Video soll es um die Ideallinie und um die Bremshilfe gehen. Für die ersten Fahrversuche auf Strecken, die ihr noch nicht so gut kennt, kann euch die dynamische Ideallinie echt das Leben auf der Strecke ordentlich erleichtern. Die Linie zeigt euch nicht nur den schnellsten Weg um die Strecke, sondern zeigt euch auch in Grün an, wann ihr beschleunigen sollt und wann ihr abbremsen müsst in Rot. Ehrlich gesagt hat mich diese Fahrhilfe immer am meisten gestört, weil mich diese Animation irgendwie im Rennen mehr irritiert anstatt geholfen hat. Es gibt ja die verschiedensten Diskussionen darüber, welche Fahrhilfen man als Anfänger so nach und nach ausschalten sollte. Meine Meinung dazu ist, schaut euch erstmal ein paar Runden mit dieser Fahrhilfe die Strecken an und schaut, wann ihr da so bremsen müsst, wann ihr beschleunigen müsst. Und dann schaut aber, dass ihr recht zügig dieses Ding ausschaltet, denn irgendwann werdet ihr schon von selbst herausfinden, wie ihr zu fahren habt. Natürlich gibt es auch ein paar Kurven, in denen sich das besonders stark auswirkt. Ich habe dazu mal ein Beispiel gemacht. Ihr seht hier die Zufahrt auf die Parabolica-Kurve in Italien und ich habe auf der linken Seite eine andere Linie gewählt. Und jetzt seht ihr gleich, wie sich das Ganze auswirkt am Ende. Und zwar bei der Start- und Ziellinie seht ihr schon, wenn wir das Ganze mal anhalten, wie viel schneller wir auf der rechten Seite allein durch diesen Kurveneingang unterwegs waren. In meinem Video mit den 5 Tipps für Anfänger habe ich ja schon erklärt, wie wichtig es ist, dass ihr euch die Referenzpunkte fürs Abbremsen in den Kurven merkt. Wenn ihr euch nur auf die rot eingefärbte Linie fürs Bremsen konzentriert, dann werdet ihr ohne diese schnell Probleme bekommen, weil ihr euch nicht auf die Streckenumgebung konzentriert habt. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn ihr diese Fahrhilfe abschaltet. Mein Tipp, die richtige Linie für den Kurs findet ihr nach und nach schon selbst heraus, wenn ihr mal ein paar Runden gefahren habt und eure Rundenzeiten sich von Runde zu Runde einfach verbessern werden. Vor allem fällt es euch ohne diese Linie dann im Rennen sehr viel leichter, weil ihr euch ja zusätzlich noch auf eure Gegner und auf die anderen Autos konzentrieren müsst. Dann noch zum Thema Bremshilfe. Wenn es eine Fahrhilfe gibt, die man ziemlich zu Beginn ausschalten sollte, dann ist das die Bremshilfe. Diese könnt ihr mal Stück für Stück runternehmen. Wenn ihr dann etwas fortgeschrittener seid, werdet ihr auch merken, dass ihr ohne Bremshilfe mit dem richtigen Setup viel schnellere Zeiten fahren könnt, da euch die Bremshilfe auch ab und zu in den Kurven automatisch sehr stark abbremst, wenn ihr nur leicht von der Linie abkommen solltet. Wenn ihr noch Tipps für die anderen Hilfen braucht, dann schaut auf jeden Fall noch meine anderen Videos dazu. Naja, so viel von mir, viel Spaß beim Zocken, bis dann, ciao.